Moin Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch, wie ihr Analogsignale lesen und konvertieren könnt. Für ein technisches Beispiel nutze ich einen Wassersensor, der mit 5 Volt betrieben wird und ein Analogsignal zwischen 0 bis 5 Volt ausgibt. Im seriellen Monitor der Arduino IDE wollen wir dann die Value in ein lesbares Format bringen. Was ihr dann mit diesen Informationen macht, ist dann natürlich euch überlassen. Im Beispiel des Wassersensors könnte man eine automatische Bewässerungsanlage bauen. Wie man auf dem Bild sehen kann, habe ich den Sensor mit dem blauen Kabel an das Analogsignal A0 angeschlossen. Plus und Minus werden an 5 Volt und Ground des Arduinos angeschlossen. Das rote Kabel ist in diesem Beispiel Plus und das graue ist Minus. Kommen wir nun zur Arduino IDE. Über den Setup definieren wir nun die konstante Wassersensor, die auf dem Analogeingang A0 verweisen soll. Im Void Setup initialisieren wir uns die serielle Schnittstelle mit einer Baudrate von 9600. Im Void Loop erstellen wir uns nun einen Analogreader, der den Wassersensor zyklisch auslesen soll. Um nun die Analog-Value in ein lesbares Format zu bringen, erstellen wir uns einen Float, der dann die Analog-Value mal 5 mal 1023 nimmt. 5 ist hierbei die Spannung in Volt, mit der der Sensor betrieben wird, und 1023 ist die höchste Value, die unser Analogreader wiedergeben kann. Multiplizieren wir diese nun miteinander, bekommen wir eine aktuelle Spannung wieder. Zum Schluss können wir uns die aktuelle Value noch mit dem Befehl serial.println anzeigen lassen. Klickt nun unter Werkzeuge auf Serieller Monitor und wählt unten rechts 9600 Baud aus. Nun können wir das Projekt kompilieren und auf unserem Arduino einspielen. Öffnen wir nun den seriellen Monitor, können wir das aktuelle Analogsignal als Spannung ansehen. Ich drücke jetzt mit meinem Daumen auf den Sensor, denn unsere Haut hat ja immer einen gewissen Feuchtigkeitsgrad und wie ihr seht, sinkt und steigt der Wert. Ich hoffe, dieses Arduino Basic Tutorial konnte euch weiterhelfen. Wenn ja, könnt ihr gerne diesen Kanal für mehr Videos abonnieren und ein Like dalassen. Bei Fragen könnt ihr gerne einen Kommentar schreiben. Über produktives Feedback würde ich mich natürlich freuen. Viel Spaß beim selber ausprobieren, macht es gut, tschüss, ciao und auf Wiedersehen.